Von einem Buch erwartet man immer, dass es gnädig aufgenommen wird. Das ist so, dass man bestimmte Erwartungen daran knüpft, dass man sagt, das wird aber also Schießpulver sein oder so, das kann ich nicht sagen. Ich wusste aber, dass ich ein Thema aufgreife, zum Beispiel mit den Offenstellen in Wienkopf, das gerade um diese Zeit sehr aktuell war und das also auch sehr verpönt war, wo ich also wusste, dass die Bevölkerung und die Mehrzahl der Genossenschaftsmitglieder auf meiner Seite standen. Aber ich wusste nicht, wie stark sich die Funktionärsklique dann einmischen wird und dagegen polemisieren wird in jeder erdenklichen und unerdenklichen Art. Aber dass man dann also Dilettanten eingesetzt hat, Landwirte, die überhaupt nicht von Literatur verstanden haben, die aber irgendwo im ZK saßen oder irgendwo in den Bezirksleitungen, das wurde nachher schrecklich und das ist sogar weitergegangen bis ins Ausland und man hat also dann auch interveniert und zwar merkwürdigerweise aus der Sowjetunion. Ein Hauptargument, das war aber nach meiner Meinung nur ein Vorwand, Wienkopf stirbt am Schluss des Romans und alle sagten, Wienkopf darf nicht sterben. Das ist ein furchtbarer Satz, der mir heute noch in den Ohren klingt, obwohl wiewohl man in der ganzen Literatur ja Helden sterben sieht, aber diese Figur sollte nicht sterben. Vielleicht, wenn ich es heute betrachte, ist es eine Identifikationsfigur gewesen und die Leute hätten gerne, dass er noch ein bisschen da gewesen wäre und hätte ein bisschen aufbegehrt. Das kann dahinter gesteckt haben. Aber die Funktionäre haben sich dieses Arguments angenommen, um überhaupt was vorzubringen. In Wirklichkeit, und das habe ich natürlich in keiner Diskussion zugegeben, aber das schwebte mir vor, ich wollte die Parteibürokratie charakterisieren und eigentlich zeigen, dass Wienkopf an der Parteibürokratie gestorben ist. Das kann ich erst heute unumwunden zugeben.